down the highway in my 22-wheel truck. Got my trailer ABS light on, but I don't give a fuck. I don't care about the scales, I'm going straight through. And I'll do all that to be at home tonight with you. Yeah! Ja. Sollte Country-Sänger werden, verdammt. So, wir haben heute den 30. April. Letzter Tag im April 2024, der wird nie wieder kommen. Ich habe gerade einen Sprayer geladen, diesmal mit extra Reifen. Und weil ich einen Tridam habe, einen Dreiachser RGN, muss ich jetzt zum Wiegen fahren, weil da bin ich wahrscheinlich über 80.000 und dann brauche ich spezielle Permits. Für hier, für Iowa, habe ich schon mein Permit. Aber dann für South Dakota, North Dakota brauche ich dann Permits, vielleicht sogar für Kanada. Deswegen fahre ich gleich zum Wiegen. Nächsten Exit geht's raus. Und das ist immer ein bisschen tricky da, das ist nicht so ganz so geil gemacht. Wenn man auf der Waage ist und man will von der Waage wieder runter, dann muss man quasi durch die Zapfsäulen durch, durch die Fuel Island. Aber wenn die aber voll ist, weil da überall einer steht und tankt, fahre ich da mal rückwärts wieder raus und das ist immer ein bisschen doof. Aber bis jetzt hat es immer gut geklappt. Ja, ansonsten 15 Grad plus, blauer Himmel. Oh, wie gesagt, die Trailer-ABS-Lampe ist gerade angegangen nach dem Laden. Das hat der Trailer schon mal gemacht und dann habe ich angehalten, bin dreimal rückwärts gefahren und dann war sie wieder aus. Also ich denke mal, das ist nichts Echtes, kein schlimmer Fehler oder so, aber irgendwas ist da komisch, muss ich mal bei uns in der Firma anrufen. Weil Trailer-Schäden oder Trailer-Reparaturen sind ja nicht mein Problem. Das ist ja Aufgabe der Firma und wenn ich unterwegs bin, dann haben die quasi das letzte Wort, um zu sagen, ja, du fährst jetzt zu dem und dem Shop oder da und dahin oder komm mal damit nach Hause, dann machen wir zu Hause dann sauber, in ganz sauber auch wahrscheinlich. So, da drüben ist der Truckstop und ich sehe schon, das sieht wieder aus, als ob wieder alle Fuel Islands besetzt sind. Na, herzlich. Oder vielleicht auch nicht. Muss man jetzt mal ein bisschen beobachten. Ich muss jetzt erstmal einmal um den Truckstop und rumfahren, um den Hintereingang zu nehmen quasi. Beziehungsweise ich könnte wahrscheinlich auch durch die Fuel Island, aber das finde ich nicht so gut. Oh, ging der Gang nicht rein. Ah, oh, da sind noch einige frei, okay. Aber die stehen alle davor, also fahre ich schon mal nicht durch und würde ich nicht weit kommen. Obwohl die eine wäre frei gewesen. Naja, egal. Fahre ich lieber hier hinten rum. Ritsch, ratsch. Da kann man schon mal meine App anmachen. Story City, Iowa. Was ist hier? Roadblock? Was wird das hier? Ausparken. Vorwärtsparker. Okay. Why not? So, noch ist die Zapfsäule frei. Und die nach dem Wiegen auch noch frei ist, dann kann ich da rumfahren, ansonsten muss ich rückwärts raus. Ich muss mir hier noch was zu essen holen und einen Kaffee. Oh, das sollte klappen. So, da ist nämlich hier die Waage. Steht auf Scale, du bist ruhig. Scale Entrance. Eng um die Kurve rum, damit wir gerade auf die Waage kommen, als hätte er es schon mal gemacht.
mal schön ganz vorne parken, damit alle Räder raufpassen. So. Confirm. So, Sprayer 616 Crate. Machen wir Tires. So. Das ist TD 760. Der Rest passt. $13,50 auf meine Kappe. Natürlich akzeptiere ich das von Herzen. Lassen Sie sich über Zeit. Jetzt Processing. 34836128640. Okay. Ja, das ist die E-Mail dazu. Kriegt man immer noch mal als E-Mail. So, wie gesagt, normalerweise die letzten Male bin ich immer rückwärts hier wieder rausgefahren. Aber so geht es wahrscheinlich auch. So, also bin ich legal in Kanada auf jeden Fall und für Nord- und Süddakota brauche ich ein Permit. Das ist doch schön. So, hier wird gerade einer frei. Ah ne, dann blockiere ich den, der da steht. Das machen wir nicht. Wir sind mal kollegial. So, gucken, ob ich hier durchpasse. Sind breit genug. Mal schön gerade durch. Naja. Geht doch. Super, Burschi. So, dann gehe ich jetzt einen Kaffee holen, was zu essen, fahre eine Runde und dann gibt es schöne Umleitungen nachher. Schöne Umleitung, wo ich noch nie war. So, der Lech. Ausgerichtet, naja, so halbwegs. Wie versprochen, Triller ABS Lampe ist aus. Alle anderen Lampen sind an. Ich bin gerade kräftig durch diesen Regen gefahren, fahre da jetzt auch irgendwie wieder rein, habe ich das Gefühl. Und ich bin auf meiner Umleitung. Und das ist ja mal wieder, also geht's noch malerischer. Da hinten der dunkelblaue Himmel. Hier scheint die Sonne, es geht auf und nieder, überall grüne Felder, Rasen, Farmen. Oh, ich bin gerade wieder im Trucking-Himmel. Schön Platz gemacht. Ja, richtig schön hier schon wieder. Wer das auf Google Maps mitverfolgen möchte, da gibt es ja immer so ein paar Leute, die das versuchen. Ich bin von Williams, Iowa aus auf dem Highway 20 Richtung Westen gefahren. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 140 Kilometer oder so. Da kommt dann Storm Lake irgendwann nördlich vom Highway und da bin ich dann links abgebogen Richtung Süden auf diesen Highway, das ist der Highway 59. Dann ist der nächste Highway 175, da muss ich dann rechts abbiegen. Und dann geht es dann so Richtung Südwesten. Und dann biege ich nochmal rechts ab auf den Highway 141 und der führt mich dann zu Interstate 29. Und dann 29 aufwärts Richtung Norden bis Watertown. In Watertown ist nochmal eine Umleitung. Das mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Aber ich muss auch leider sagen, mal kurz, Moment. Anti-Mimimi. Ohne Quatsch, ich werde schon wieder krank. Das ist jetzt die zweite Erkältung innerhalb von 4 Wochen. Fing gestern Abend an. Und ich sag mal, das liegt einfach mal an dem Wetter hier. Diese ständigen Temperaturschwankungen zwischen 20 und 0 Grad oder
20 und 5 Grad oder so. Und dann immer hier Regen und Sonne und alles durcheinander. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich in meinem Leben schon mal innerhalb von 4 Wochen 2 Erkältungen hatte. Aber mir kratzt der Hals, die Nase geht ganz langsam zu. Mal gucken, wie lange ich noch reden kann. Aber ja, so ist das halt. Eventuell werde ich den Sprayer dann auch bloß morgen auf dem Yard abstellen und nach Hause fahren. Weil, wie wir das ja schon vor 4 Wochen gerade hatten, mit Erkältung unterwegs, macht überhaupt keinen Spaß. Da bleibe ich lieber zu Hause. Ja, und diese Anti-Mimimi-Bonbons, die sind ganz witzig, weil das ist nämlich so ein Salbei und das hilft richtig gut bei Kratzen im Hals und bei so leichten Erkältungsbeschwerden. Also ich fühle mich da mit den Dingern ganz wohl. Was macht denn der da? Da fährt ein Truck rückwärts. Der fährt gerade rückwärts in die Farm rein. Er ist ja witzig. Oben auf dem Berg, auf dem Hügel, der Anhöhe. Sechs Kilometer, dann geht es rechts rum auf die 175. Ja. Und die Trailerbremse, die Trailer-ABS-Licht hier, habe ich in der Firma angerufen und er sagte, ja, das ist ganz komisch mit dem Trailer, weil der war schon mal bei der Reparatur, zweimal, und die haben ganz viel gewechselt. Geschwindigkeitssensoren, ABS-Sensoren, da gibt es so irgendwelche Steuergeräte, die man da auch wechseln kann, ja. Dann jetzt hier da so genau da stehen bleiben, wo ich nichts sehen kann. Ah, der hat eh nur ein Auge. Okay. Und das ist so eine Art bekanntes Problem mit dem Trailer. Und er sagt, was wir jetzt rausgefunden haben, wenn man unter 100 km/h fährt, dann passiert das nicht. Geht die Lampe nicht an. Wenn man schneller fährt, geht die irgendwann an. Und da habe ich mir gedacht, dann ist das ja perfekt hier, diese Umleitung. Weil ich hier eh nicht 100 fahren darf, kann ich mal auf der gesamten Umleitung gucken, ob das Ding wieder angeht. Wahrscheinlich nicht. Und wenn das nicht angeht, dann muss ich jetzt einfach bis nach Hause unter 100 km/h fahren. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht, aber kann sich's ja erstmal vornehmen. Ist das nicht schön? Diese hell erleuchtete Straße durch die Sonne und dann da hinten die Berge. Oh. Also bis auf meine startende Erkältung, das sind so Momente, wo ich denke, so, oh, es ist einfach immer noch ein schöner Job. Es macht immer noch so viel Spaß manchmal. Klar gibt es auch Tage wie überall, wo die Routine durchschlägt, wo es langweilig wird, wo es nervt, wo irgendwas nicht funktioniert, wo was kaputt geht. Aber so eine Momente, die machen das dann echt wieder wett. Ja, warum ich hier lang muss auf der Umleitung, ist mir auch nicht so ganz klar. Da ist eine Baustelle auf der 20 Richtung Westen. Die ist auch einspurig, meine ich. Also innerhalb der Baustelle halt abgesperrt. Aber ich hätte gedacht, mit dem Sprayer, da kommt man da locker durch. Aber ich bin auch schwerer als normal. Bin ja mit jetzt fast 83.000 Pfund nochmal getankt. Vielleicht sogar schon 83,5 oder so, bin ich ja doch 3.500 Pfund schwerer als normal legal erlaubt. Und da kann es sein, dass die Straße, wo da gebaut wird, dass sie die nicht so sehr beschädigen wollen, weil ich glaube, da fährt man auch viel dann auf dem asphaltierten Standstreifen und die halten meistens nicht so viel Gewicht aus und dann kriegt man halt so eine Umleitung.
Aber ey, es ist ja, das lohnt sich so dermaßen gerade. Einfach nur genial. Ich hoffe wirklich, dass die Farben und die Lichter gerade, wie ich sie so sehe, halbwegs durch die Kamera rüberkommen. Vielleicht ist es auch mein einsetzendes Delirium, dass ich hier Farben sehe. Und dabei ist hier alles grau und grau. Regnet es richtig, das ist dunkle Schleier bis auf den Boden. So, schöner Dealer hier, John Deere Dealership. Ein schön großes Ding, ey. Junge, Junge, Junge. Haben die hier einen Haufen Combines stehen da drüben? Das ist ja verrückt. Der biegt ab, das ist nett. Dann biege ich auch ab. 25 Kilometer noch. Also da stehen ja mal einige Combines rum. Oh, nicht schlecht. So, Speed Limit ist hier immer 55 Meilen die Stunde auf so kleineren Highways. 88 Kilometer pro Stunde. Düngemittelhändler. So, jetzt ist die Sonne weg. Das ist doch schade. Ich bin ja froh, dass ich das noch aufgenommen habe. Schön, 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 schön. Wind habe ich auch noch. Ja, das ist eine ganz schön große Umleitung. Noch 25, sondern sind das nochmal 30, 40. Ah, das sind bestimmt 100 Kilometer Umleitung insgesamt. Egal. So, hier gibt es gerade nichts zu sehen. Ich kann nicht mehr reden. Schnipp und bis gleich. Und wir sind mal wieder gezogen worden. Das große losgezogen und keinen Bypass bekommen. Ich habe schon von einem Kollegen gehört, der hier lang gefahren ist. Er sagte, ja, wir sind fleißig am Arbeiten. Und Oberseis gucken sie sich ja gerne mal die Permits an. Na, schauen wir doch mal. Hier warten wir auf den grünen Pfeil, rechts oder links. Wahrscheinlich kriege ich rechts, weil zu schwer. Und ja, natürlich. Und dann ist irgendwie die Waage selber kaputt oder abgesperrt. Ja, Schnuckel, ich weiß.
Da muss man dann stoppen. In 100 meters, keep it I-29. Und dann gucken sie, ob sie mit dir reden wollen. Und dann werden sie dir das wahrscheinlich über das Schild da oben sagen. Der Grill steht noch draußen von gestern. Return to Interstate. Na danke. Heute wollen sie nicht mit mir reden. Nix wie weg. Ja, diese Waage gestern hat einen Spezialeinsatz gehabt. Habe ich auf Facebook gelesen. Die haben mit dem Sheriff der Umgebung hier und mit irgendwelchen State Troopern zusammen hier in diesem County, wo sich diese Waage befindet, überall Einheiten gehabt, Einheiten positioniert und haben jeden Truck rausgezogen, der an der Waage vorbeigefahren ist. Also hat man da wahrscheinlich keinen Bypass bekommen. Die können ja das Bypass-System komplett abschalten. Und haben die Waage aufgemacht, so wie jetzt auch. Und jeder, der dran vorbeigefahren ist, den haben sie dann in den ganzen nächsten Exits rausgezogen. Beziehungsweise es gibt auch Möglichkeiten, hier über Hinterland-Highways rechts und links schon vorher abzufahren und dann Highway daneben und dann hinterher wieder auf die Interstate drauf. Und da haben sie dann da drüben irgendwo die Leute rausgezogen. Und dann haben sie nämlich gepostet, was für ein erfolgreicher Tag das war und dass sie sich danach ein Barbecue gegönnt haben. Da habe ich auch gedacht, ja, Leute, netter Post. Schön erstmal den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und danach noch ein Barbecue gemacht. Also sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie sympathischer rüberkommen und freundlicher angesehen sind bei den Truckern und so. Naja. So, das war die Scale und jetzt geht's 260 Kilometer geradeaus bis Watertown und da habe ich dann noch mal eine Umleitung und dann schauen wir mal. Jawohl. So, 13 Kilometer noch. Mann, das hätten wir nicht sonst noch Probleme. Habe ich jetzt auch noch einen demnächst platten Reifen und das Trailer-ABS leitet es wieder an. Aber da wissen wir mittlerweile, dass das nur angeht, wenn man schneller als 100 km/h fährt. Meine Firma weiß Bescheid, ich soll den trotzdem noch nach Hause bringen. Weil es ja kein richtiges ABS-Problem sein kann, weil ABS funktioniert ja noch. Das hat irgendwas mit dem Geschwindigkeitssensor zu tun. Aber ich habe ja hier mein Reifendruckmonitorgerät. Und das sagt zum Beispiel jetzt hier 64 PSI low fast. Das heißt also ein schnell fortschreitender Platten- oder Luftverlust. Und zwar auf der Fahrerseite die hintere Achse der äußere Reifen. Ich habe gerade kurz auf einer Ausfahrt angehalten und habe geguckt. Ja, der hat innen drinne. Auf der Innenseite ist eine Stelle, da pfeift es raus. Ist wie so eine kleine Wulst, wo es rauspfeift. Nur ist halt die Frage, komme ich damit noch bis zu dem Exit 11 Kilometer weiter? Ich fahre jetzt schon extra nicht so schnell. Natürlich keinen Bock, dass der mir jetzt von der Felge fliegt oder so. 63 PSI hat er noch. Normal ist so 105 bis jetzt 110, 115, wenn sie warm sind. Also der ist jetzt bei 63 PSI. Ja, und da hat sich mal wieder bewiesen, dieses Reifendruckmonitorgerät ist absolut sein Geld wert. Denn ohne das hätte ich das nie mitbekommen. Ich habe gerade vor der Waage nochmal angehalten.
und habe nochmal die Reifen überprüft. Das typische Hammer-Hamster-Reifenspiel, was ich schon lange nicht mehr in einem Video gezeigt habe, aber trotzdem immer wieder mal mache. Und habe aber nicht auf die Truck-Reifen gehauen, weil ich habe ja mein Gerät hier. Dachte ich mir, da muss ich da nicht raufhauen, aber ich hätte auf jeden Fall gehört, wenn da Luft abgepfiffen wäre, weil ich bin ja einmal rundherum gegangen, habe auch noch die Ladung angeguckt und alles, Ladungssicherung überprüft, alles sowas. Und da war nichts. Das ist jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden her, seitdem bin ich unterwegs. Ich höre es natürlich nicht pfeifen, wenn ich hier vorne drin sitze oder zischen. Also ohne dieses Gerät wüsste ich jetzt überhaupt nicht, dass da ein Problem ist, und dann würde wahrscheinlich einfach der Reifen irgendwann abfallen bei 105 oder was auch immer. Na, jetzt ruft er noch Sippi an. Gerade nicht so günstig. Ich habe gerade einen Platten und versucht, den nächsten Exit zu erreichen. Nee, leider auf dem Truck. So, ich habe es geschafft. Da ist der Truckstop. Die ganze Zeit erst mit 90 gefahren. Der Druck hat sich gehalten bei 63. Wärmer geworden ist er auch nicht, er hat ja auch eine Temperaturanzeige, war auch bei 28 Grad. Oh, jetzt ist er bei 54 und 19, na gut, durch den Regen ist er jetzt kälter geworden. 54 PSI, also die Hälfte von dem, was er haben muss. Aber ich habe es hierher geschafft. Hier stehe ich sicher, hier habe ich eine Toilette, kann was zu essen holen, wenn ich brauche. Und werde dann wohl... Ja, lass mal gucken, ob die hier eine Nummer haben von einem Reifendienst in der Nähe. Und ansonsten Loves aus Sioux Falls. Und dann warte ich hier ein paar Stunden, bis der kommt. Die werden wahrscheinlich wie immer super viel zu tun haben und gar keine Zeit haben. Wenn ich Glück habe, haben die Gebrauchte, weil meine anderen nehmen mich auch bald runter. Ich hatte eh vor, die jetzt irgendwann Ende des Sommers oder so zu wechseln. Ja. Und wenn man ja jetzt da einen neuen drauf macht, dann hat man ja die anderen drei von der Achse mit wenig Profil, einen neuen mit viel Profil. Das ist auch nicht so schön. Ich drehe mal andersrum. Oh, da steht ein schöner Super Oversize. Ein Super Load ohne Load. Nur der Trailer und mehrere Pilot Cars. Auch schön. So, dann machen wir es natürlich dem Tire Guy, dann dem Servicemann, vielleicht halbwegs einfach. Den wir uns nicht in den Dreck stellen. Sondern vielleicht irgendwo, wo Platz ist. Stellen wir uns mal hier hin, über zwei, damit er auch Platz hat zum dran arbeiten. Ja, das war's dann. Erstmal. Ach, zwei sogar. Schick. Und Feierabend. Vorläufig. Was haben wir momentan? 54 um 19. Ja, gut, ich kann euch das ja noch zeigen kurz. Achso, erstmal auf Off-Duty gehen. Und dann zeige ich euch das. Hier kann man es schon hören. Hier oben. Hier so.
richtiger Cut drin. Jupp. Klasse. So, das ging noch mal recht schnell. 45 Minuten, schon war er da. Und hat doch sofort angefangen zu arbeiten. Hat leider nur neue Reifen, keine gebrauchten, aber naja. Muss mal überlegen, was ich dann damit mache. Aber damit komme ich auch erstmal nach Hause und dann schauen wir mal. Los geht's. Komm, gib. Mann, ey, erst regnet's, dann hier die Scheiße mit dem Trailer, dann der Mist mit den Reifen hier, der ganzen Müll und überhaupt und dann überhaupt so. Ja, gute Idee. Eigentlich wollte ich dazu ein Video anfangen machen mit meinen Brüdern. Aber da ich gerade wieder krank werde, macht das irgendwie nicht so richtig Sinn. Deswegen mache ich das vielleicht nicht. Wollte mich aber trotzdem noch bedanken bei Nikki und Ray aus London, Ontario. Ich habe euch versucht bei Instagram zu taggen, aber irgendwie habt ihr euren Kanalnamen verändert oder ihr seid nicht mehr bei Instagram. Vielen Dank auf jeden Fall. Ist angekommen. Schmeckt so, naja. Geht so. Ist jetzt für meine angehende Erkältung genau richtig. Auf jeden Fall für meinen Hals und so. Aber ja, Anti-Mimimi gibt es bei Dollar zu kaufen. Feine Sache. Vielen Dank dafür. Weiß ich sehr zu schätzen. Und weiter im Programm. Okay, ich fahre wieder. Das hat jetzt knapp unter 2 Stunden gedauert, glaube ich. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht genau auf die Uhr geguckt. Der war nach 45 Minuten da. Was war denn das jetzt hier? Was? Was ist los? Kaputten Reifen? Ich habe da eine gute Nummer. Ja, der war nach 45 Minuten da. Hat relativ schnell den Reifen gewechselt. Hat natürlich wieder einen Arm und ein Bein gekostet. Also, für den Preis kriegst du schon 2 Reifen zu Hause in Kanada. Aber das ist wieder Mobile Service, die nehmen immer alles extra und so, da kostet es immer richtig Kohle. Von daher gehört auch dazu. Und ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich fahre jetzt stillleidend nach Hause. Werde den Sprayer auf dem Yard abstellen. Werde mich in mein Bettchen legen und 3 Tage lang nur schlafen. Und dann geht's wieder von vorne los. Eine neue Runde. Bis dahin. Ja. Tschüss. Hab keine Worte mehr heute. Ich weiß, ich brauche noch mehr von dem Zeug. Ich brauche noch mehr Anti-Mimimi. Lecker Salbei.